Willkommen zum Rift Report, dem LoL-Patch-Rundown mit den offiziellen Changes von Riot. Also schneid dich an und lehn dich zurück. Da Riot die Frage, wie viel wollen wir verändern, mit Ja beantwortet hat, verlieren wir keine Zeit und springen direkt in die Champion-Buffs und da zu Ahri. Denn seitdem sie kein Everfrost mehr hat, ist sie ziemlicher Müll und ist wieder an dem Punkt, an dem sie schon gefühlt immer war. Wenn der eh nicht trifft, kann man auch gleich Alt-F4 drücken. Daher darf sie sich nun über mehr Leben pro Level und 5% mehr AP-Ratio auf ihrem Q freuen. Aller guten Dinge sind er ja 4-5, denn Jayce den bufft man nun zum 5. Mal hintereinander. Dieses Mal kriegt er mehr Base AD und dazu noch mehr Mana Restore und Damage aus seinem Melee W. Zusätzlich dazu routet sein Melee E nun Gegner während des initialen Cast, ähnlich zur Lee Sin Ult. Wenn ihr jetzt denkt, hä, ja danke für die Info, das sagt mir einfach mal gar nichts, keine Sorge, ich muss es auch erst rausfinden, ich habe es für euch auf dem PBE ausprobiert. Die Änderung bedeutet schlichtweg, dass ihr nun wie beim Lee Sin R den E-Flash Input buffern könnt und damit richtig saftige, ja, Jayce-Insects abziehen könnt. Kaiser ist momentan mit Aphelios der schlechteste ADC im Spiel und nun sagt Riot, hey, wir geben ihr mal einen Buff, den man eigentlich auch als homöopathisch hätte vermarkten können, denn sie bekommt mehr Cast Range auf den ersten beiden Rängen ihrer Ult. Lulu, die kleine Hexe, macht nun, wenn sie beide Instanzen ihres Q trifft, mit dem zweiten Blitz 50% statt 25% Damage. Dazu sind der Base Damage und das Base Sheet ihres E ebenfalls besser. Und als wäre das nicht genug, ihre Ult hat nun auch noch 10% mehr AP Ratio. Renekton, die alte Handtasche, ist seit Wochen absolute Grütze und war im Kluftkurier unserem wöchentlichen LoL News Format auch bereits der Abfalleimer der Woche. Daher bekommt er nun mehr Base Q Healing und auch das Bonus AD Scaling des Q Healing ist nun besser. Außerdem hat sein Nicer Dicer Slice and Dice, also der E, nun auf den späteren Rängen einen niedrigeren Cooldown. Dazu gibt es dann auch noch saftig mehr Bonusleben auf der Ult. Rek'Sai wird adjusted und damit passt man einmal ihr gesamtes Kit an und das sieht insgesamt nach einem leichten Buff aus. Die Änderungen zielen jedoch vor allem darauf ab, Rek'Sai als Assassine mehr oder weniger zu killen und sie eher als Tanky Jungler zu etablieren. Die Passive heilt nun nur noch für Max Leben und hat keinen Flatwert mehr. Dafür gibt es nun auf Non-Champions 50% weniger Fury. Ihr Unborrow Q zählt nun als Basic Attack und die Attack Time skaliert daher mit Rek'Sai's Attack Speed. Dazu gibt ihr Q nun 45% Bonus Attack Speed für 3 Autos. Der Borrow Q hat nun den vorherigen Level 5 Cooldown als festen Cooldown. Dafür gehen der Damage und das Bonus AD Scaling jedoch runter. Der Borrow W Movement Speed skaliert nun mit Ability Rank und nicht mehr mit Champion Level, ist dafür jedoch im Late Game ein kleines bisschen besser. Auch der Vision Radius des Borrow W ist nun um 10% höher. Der Unborrow W knockt nun alle Champions für eine Sekunde ab und nicht mehr nur das Primärziel. Dafür gibt es allerdings keinen Slow mehr, nachdem der Knock-Up endet. Dazu kriegt der W Knock-Up Damage im Late Game ebenfalls eine Nerf-Schelle. Beim E-Tunnel gehen Ability Cooldown und Tunnel Reuse Cooldown ordentlich runter. Die Dash Speed ist ebenfalls besser und Rek'Sai beginnt nun etwa 20% schneller mit ihrem Tunnel. Der E-Biss bekommt mehr Total AD Scaling, hat dafür jedoch keinen Base Damage mehr. Der 100 Fury Bonus sind allerdings keine 200% True Damage mehr, sondern 6-14% Max HP Damage. Dafür gibt es auf dem E-Biss immerhin einen niedrigeren Cooldown. Bei ihrer Ult gehen ganze 75% Bonus AD Scaling flöten. Riot möchte Tank Rek'Sai wirklich zur Realität machen. Soraka darf auch mal wieder existieren. Sie bekommt auf ihrer Passive mehr Movement Speed und bekommt dazu mehr Q Heal als auch einen niedrigeren Ult Cooldown. EE wurde dazu nun bugfixed und silenced Gegner nun sofort, anstatt einen variablen Delay zu haben. Der Champion, der für mich in meinen Ranked Games ein Synonym für Int ist, wird auch mal gebufft. Es ist der gute Thresh. Er bekommt 3 Base Armor und einen besseren Base Damage auf den späteren Rängen auf seinem E. Dazu hat seine Ult nun auch noch einen niedrigeren Cooldown. Volibear bekommt mehr Q Movement Speed und einen niedrigeren E Cooldown. Dafür deaktiviert die Ult-Türme nun aber pro Rang eine Sekunde kürzer. Dazu gibt die Ult nun keine CC-Immunität mehr, der Ult-Cooldown an sich geht dafür allerdings runter. Hier noch einmal die Übersicht der Champion-Buffs. Bevor wir zu den Champions kommen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Welchen Champion hättet ihr gerne in diesen Patch-Notes gebufft gesehen? Für mich ganz klar Ryze, schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare.
Damit aber zu den Champion Nerfs. Und hier kriegt Aurelian Zoll nach seinem schnellsten Hotfix der LOL-Geschichte in Patch 14.3 endlich noch einen weiteren Nerf. Er verliert 5 Base Damage als auch 5% AP Ratio auf seinem Q. ADC Mains werden Bart mit Sicherheit nicht vermissen. Er bekommt aber nochmal Nerfs und wird euch wie immer 20 Minuten alleine auf der Botlane verrecken lassen. Er verliert zunächst Armor pro Level. Dafür geht jedoch seine Base Attack Speed und sein Attack Speed Ratio hoch. Seine Passive skaliert nun schlechter mit Chimes, hat jedoch ein besseres AP-Ratio. Und damit ihr sehen könnt, wie euer Bart euch mit einem bescheuerten Full-AP-Bild runtersprintet, bekommt sein Q auch noch 15% mehr AP-Ratio. Allerdings geht der Base-Damage des Q auf den späteren Rängen etwas runter. Fioras W hat nun nur noch 25 statt 50% Attack-Speed-Slow und heilige Mutter Gottes, ist das eine Erinnerung, auf die ich jahrelang gewartet habe. Und versteht mich nicht falsch, Fiora ist einer meiner Top 3 Champions, aber wieso der W überhaupt jemals den Attack-Speed-Slow hatte, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Illaoi war nach den Patch 14.3 Buffs der beste Toplaner im gesamten Spiel und scheinbar ist der Praktikant bei Riot, der sie auf 56% Winrate gebufft hatte, nun woanders, denn sie verliert direkt 15% Bonus AD Scaling auf ihren Tentakin. Macht euch aber keine Sorge, sie ist damit immer noch komplett Delulu Bro. Kalista hat nun weniger Base Damage auf ihrem E, dafür skalieren die Standard Boots nun endlich vernünftig mit ihrer Passive. Dieser uralte Bug ist damit gefixt. Cassandra darf seit Release natürlich ebenfalls in keinem Patch fehlen, er wird laut Riot adjusted. Ihr wisst genau, was kommt, wir alle wissen, was kommt, genervt wird er. Er bekommt mehr Base Leben und Base Mana, dafür slowt der All-Out Q nun aber nicht mehr. Der W bekommt bessere Bonus-Armor und MR-Scalings, dafür ist die All-Out-Channel-Time aber die gleiche zur normalen W und auch der Cooldown ist nun in der All-Out-Form nicht mehr geringer. Dazu geht die Dash-Speed des E in allen Instanzen, also als Safe-Cast, Ally-Cast als auch als All-Out-Cast deutlich runter. Maokai hatte seit Season-Start mit Trailblazer die beste Item-Champion-Kombo im gesamten Spiel und teils 60% Winrate. In den letzten Nerfs haben sie ihn dann auf ganze 57% Winrate genervt, weshalb ihr jetzt mal eine richtige Nerf-Stelle bekommt. Er verliert Base-Armor, Q-Base-Damage und Ult-Root-Duration. Smolder wird auch adjusted, das Ganze ist aus meiner Sicht ein leichter Nerf, allerdings in die völlig falsche Richtung. Denn sein Early-Game wird nun noch schlechter als es eh schon ist, und sein Late Game wird noch besser. Offensichtlich genau das, was dem Champion gefehlt hat. Denn sein Q gibt nun bei 125 Stacks nur noch einen zusätzlichen Base-Feuerball. Allerdings bekommt man mit zusätzlichen Passiv-Stacks nun einfacher weitere Q-Feuerbälle. Im äußersten Late Game habt ihr damit also noch mehr Q-Feuerbälle. Dazu gibt sein Q auch nun Stacks, wenn der Minion während des Q-Fluges stirbt. Der W bekommt einen höheren Early-Game-Cooldown auf den frühen Rängen und einen niedrigeren Cooldown auf den späten Rängen. Base-Damage und AP-Ratio des initialen W gehen jedoch saftig runter, was einen klaren Nerf für die 3-Punkte W-Rash-Strat für ihn bedeutet. Dafür steigt jedoch das AP-Ratio der W-Explosion. Zudem hat diese Explosion nun noch endlich ein Bonus-AD-Ratio. Zu guter Letzt wird seine Ult nun auch dann gecastet, wenn Smolder während der Animation stirbt. Ich meine, die arme Mutter, die musste ansehen, wie ihr Sohn ums Leben kam, natürlich rastet die dann komplett aus. Twisted Fate war ja in den letzten Wochen absurd broken, daher verliert er nun Attack Speed pro Level und das AP Ratio seiner Blue Card geht um 15% runter. Auch sein E muss 10% AP Ratio einbüßen. Er wird damit immer noch sehr, sehr stark bleiben. Wenn ihr ihn also wie ein Gott spielen wollt, dann schaut unbedingt den TF Guide auf unserem Kanal, den ich mit Deutschlands bestem Twisted Fate erstellt habe. Damit aber direkt zu dem hottesten LoL Charakter aller Zeiten, ja, oh Gott, denn er ist jetzt mit Heilbreaker nicht mehr literally broken. Das Item funktioniert nun so wie intended, da man das Item auf Urgot ausnahmslos gerusht hat, ist das Ganze ein ordentlicher Nerf. Zu guter Letzt verliert Varus 2 Base AD und Syrah verliert etwas Plant Base Damage, dafür bekommt sie jedoch mehr Base Monster Damage auf den Pflanzen. Bevor wir zu den System Changes kommen, diese Patch Rundowns wird es hier alle 2 Wochen immer exakt zur gleichen Uhrzeit wie die Veröffentlichung der offiziellen Patch Notes von Riot und damit für gewöhnlich jeden zweiten Dienstag um 20 Uhr geben. Abonniert uns also, damit ihr diese nicht verpasst. Bei den System Changes gibt Black Cleaver nun mehr Armor Shred und das in 5 statt 6 Hits. Auch der Build Path ist anders. Den Movement Speed bekommt man nun auch dann, wenn der Damage zum Beispiel durch einen Jax E nicht durchgeht. Der Passive Movement Speed ist dazu für Range Champs nun nicht mehr genervt. Die Ravenous Hydra Aktive skaliert nun zu 150% mit Lifesteal. Stridebreaker gibt euch nun auch dann Movement Speed,
wenn der Damage mitigated wird und der Slow Decay Dune über 3 anstatt 1,75 Sekunden. Das war schon immer so intended, hat aber dank einem Bug nicht so funktioniert. Der Terminus Max Stack Cap ist nun bei 3 Stacks pro Damage Art. Die insgesamte Armor und Magic Pen sind jedoch unverändert. Die Bonus Armor und MR Werte sind im Early Game ein kleines bisschen besser und dafür im Late Game etwas schlechter. Alle Lost Chapter Items, also Archangel, Ludens und Malignants, bekommen nun 5 zusätzliche Ability Haste. World Atlas und Runic Compass haben nun beide einen um 2 Sekunden höheren Quest Charge Cooldown. Dafür startet die Quest nun früher. Entscheidenderweise gibt World Atlas nun keine Bonus-Stacks mehr, wenn man das Item erst später kauft. Die ACK-Meta, das Item erst nach dem ersten Backport zu kaufen, ist damit also Geschichte. Dazu verliert Bloodsun 1% Damage App und Solstice Slay gibt nun Max HP anstatt Flat Health. Dazu gibt es obendrauf Prozent dualen Movement Speed, der über 3 Sekunden decayt, anstatt 90 Flat Movement Speed, der über 4 Sekunden decayt. Zazzag verliert Base Damage, bekommt dafür aber mehr AP Scale und Max HP Damage. Der Cooldown ist nun im Early Game niedriger, skaliert dafür aber nur noch auf den Leveln 1, 11 und 16. Bounty of Worlds wird ebenfalls gebufft. Falls euch das Item überhaupt gar nichts sagt, keine Sorge, das war absolute Grütze und bekommt daher doppelt so viele Leben und auch 25% mehr Health- und Mana-Regeneration. Yasuo und Yone kriegen richtig eins auf die Fresse, denn Lethal Tempo gibt nun im Early Game fast nur noch halb so viel Attack Speed pro Stack. Da Yasuos und Yones Q als Auto zählen und mit Lethal Tempo die Castzeit und der Cooldown abartig runtergehen, ist das Ganze ein extrem harter Nerf für sie. Ja, Lethal Tempo hat im Late Game auf Millinuten mehr Attack Speed, allerdings kriegt man den Wert, den man vorher auf Level 1 hatte, jetzt erst bei Level 8. Dass der Yone und Yasuo Q überhaupt mit Lethal Tempo skaliert hat, als einzige Ability im Spiel so nebenbei, war so selten dumm, dass auch ich als ehemaliger Yone-App-User, ich muss es zugeben, froh über diesen Nerf bin. Zu guter Letzt gibt es Tether Adjustments. Falls ihr euch gewundert habt, wieso ein Nocturne euch während dem 4 hinterher flashen kann, ihr aber ja eigentlich den Tether schon durch euren Flash unterbrochen haben solltet, das Ganze lag daran, dass Leaks Server Framerate das Ganze nur 3-mal die Sekunde gecheckt hat. Das ist jetzt Geschichte, denn Tether nutzen jetzt Area Tracking. Das bedeutet, dass alle Tether Champions damit tatsächlich ein kleines bisschen genervt sind. Zum ersten Mal jemals geht auch die Fountain Health Region hoch um etwa 25%. In Emerald gibt es nun wieder durchschnittlich plus minus 25 LP pro Win oder Loss. Damit soll verhindert werden, dass Spieler erneut mehr LP verlieren, als sie bekommen. Der nächste Clash Cup, Shurima genannt, findet am 24. und 25. Februar statt. Das war's für diesen Rift Report. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt unbedingt den Report aka Subscribe Button, denn jeden zweiten Dienstag um 20 Uhr gibt es hier die offiziellen Changes. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked gerne das Video. Du hast Fragen, Anregungen oder Feedback, dann schreib es unbedingt in die Kommentare, denn wir befassen uns damit garantiert. Bis zum nächsten Rift Report. Möge deine Elo hoch und deine Winrate noch höher sein.